Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS22 im LS22 True Farming 2 Projekt. Und ja, der Lukas kommt heute leider etwas später, aber er hat sich abgemeldet. Ob er überhaupt noch kommt, weiß ich nicht. Er ist beim Heuwenden, glaube ich. Irgendwas ist Landwirtschaft, irgendwas am Machen. Kann ich voll und ganz verstehen. Arbeit geht vor. Er hat sich abgemeldet. Passt perfekt. Fütti, der ist heute da, der ruft mich nachher an. Er ist auf der Couch eingeschlafen beim letzten Mal. Ja, okay. Jetzt mal wieder. Dann, wenn ich es vernünftig machen will, klappt hier vorne und hinten nichts mehr. So. Erstmal mein Zettel hier. Hier stehen meine ganzen Sachen drauf. Ach, scheiße. Der Landhandel, der Maschinenhändler ist ja auch heute beide nicht da. Ich habe ein Problem. Ein dickes Problem. Ja. So. Ja. Ich würde jetzt einfach sagen, wir verdichten das hier schon mal. Das ist ja das gibt ja Silage hier. Und damit könnten wir dann schon mal Kuhfutter machen. Das würde ich jetzt tun, damit wir frühzeitig die Kühe kaufen können. Und hier ist das mit Spulen sowieso eine ganz andere Geschichte. Hier wird ganz, ganz selten nur gespult. Deswegen, umso eher es fertig ist, umso besser, ne? Ich würde jetzt den 7er Deutz nehmen, weil der, glaube ich, schwieriger ist. Also schwerer ist. Oh, falsch. Das ist die Werkstatt, genau. So, da. Oh, Gewicht hat er dran. Passt. Bin noch. Oh, wisst ihr was? Ich packe das Gewicht noch hinten dran. Dann ist der schwerer. Dann geht das Verdichten schneller. So, die Schlüssel habe ich heute Morgen, auf dem Küchentisch im Wohngebäude oben, lagen die ganzen Schlüssel auf dem Tisch. Deswegen. Hallo? Ja, grüß Gott, Dr. Roland Ebering. Hallo? Herr Kolmleiten. Ja. Ich habe da eine Mail von Ihnen bekommen. Oh ja, kam die doch noch an? Das ist gut. Irgendwie stand da was Erfreuliches drin. Ich habe gehört, Sie sind jetzt Beamter? Aber ja, genau, genau. Also nächsten Monat starte ich mit meiner Ausbildung, also im Oktober. Ja. Und ja, ich bin jetzt momentan Beamter auf Probe. Das wurde mir so gesagt, genau, Beamter auf Probe bin ich. Beamter auf Probe, okay. Ja. Ich habe auch die ganzen Papiere, alles schon habe ich hier zu Hause liegen. Und der Polizist, der, Mein Alois. Ja, genau. Der Alois, der hat gesagt, wenn Sie da noch Fragen haben, können Sie noch gerne anrufen. Ach ja, das ist doch. Genau. Gut. Wie denn gerade? Ich bin gerade bei mir am Hof. Haben Sie den Hof schon? Ja, also so, wenn Sie jetzt kommen, dann gehört er mir. Okay. Aber ich sag's mal so, die Papiere, die haben Sie mit, ne? Ja, ich habe alles hier liegen. Ja. Gut, dann komme ich gleich mal mit den anderen Sachen zu, dann mal hoch an den Hof. Dann schauen wir uns das Ganze an. Ich schaue mir die Papiere an und dann schauen wir mal, welche Prozente final sie jetzt dann kriegen. Ja. Ja, machen wir doch so. Roundabout 5 Minuten maximal. Ja, ja, können Sie sich ruhig Zeit lassen. Alles gut. Jo, bis dann. Jo, bis dann. So, das ist auch gut. Dann kommt der Banker gleich hoch. Dann können wir hier mal eine ordentliche Begehung und alles machen und uns nochmal mit dem Kredit ein bisschen auseinandersetzen. Das ist doch gut. Aber in der Zwischenzeit kann ich ja trotzdem hier schon mal verdichten. Was fertig ist, ist fertig, ne? Ist nur die Frage, woher das kommt. Aber egal, was wir haben, das haben wir. Ah, ich muss auch mal zusehen, dass ich mir mal. Das werde ich mir gleich mal im Internet bestellen. Arbeitsklamotten.
Das habe ich ja noch gar nicht. Ich sitze hier mit meiner Jeanshose und der Jeansjacke. Ich sehe aus hier wie ein Urlauber, der in der Silage-Ding sitzt, ey. Unfassbar. Machen wir gleich mal. Wenn wir gleich mal Arbeitsklamotten bestellen. So, verdichtet haben wir schon schön hier. Muss hier mal ein bisschen besser verdichtet werden. Ey. Ich glaube, ich gönne mir mal eine Walze zum Verdichten, irgendwie sowas. Ich würde fast behaupten, der Torpedo wäre schwerer. Aber gut, müssen wir mal schauen. Komm schon. Sechzig. Also das Verdichten wird hier auf jeden Fall was dauern. Ich muss auf jeden Fall irgendwie noch was Schweres rankriegen. Boah, das dauert aber echt ewig, ey. Das ist ja. Ich weiß nicht, ob dein Schiebeschild oder sowas nicht besser wäre. Ich ruf mal ganz kurz jemanden an. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? So, scheiße. Oh Mann. Achtundsechzig. Zech, komm schon. Ach, 71, okay.
Ob man wohl den Helfer verdichten lassen kann? Nö. Das geht nicht. Ja, Herr Kolmleitl. Hallo. Wie? Oh. Jo. Schön, schaut schon mal schön aus. Ja, finde ich auch. Ja, dann zeigen Sie doch mal den guten Hof. Ja. Dann, ja. Achso, wollen Sie erst Hof gucken oder wollen wir? Ja, wir schauen uns mal einen Hof an, was alles da ist und solche Sachen. Ne? Ja. Dann. Also, wir haben hier eine große Halle mit Werkstatt, so wie ich das schon herausgefunden habe. Mit Kuhstall auch direkt alles integriert. Okay. Hier hinten kann ich die Milch abladen. Und ja, hier stand noch der 7er Deutsch drin, der da vorne, womit ich gerade gefahren bin. Die Schlüssel habe ich im Haus gefunden. Achso, also die Fahrzeuge gehören dann ihres Wissens nach mit dazu. Ja, gehe ich von aus. Die Schlüssel lagen auf dem Tisch und ja. Habe ich jetzt gedacht, wenn nicht, dann nicht. Ja, gut, ich meine, wenn das Ganze läuft ja dann über die Stadt verwaltet ja aktuell den Hof. Ne? Ja, genau. Na, dann weiß ja die Stadt gegebenenfalls. Ja. Ja, gut. Ich gehe mal erstmal von aus, dass alles dazugehört. Ja. Ja, dann habe ich hier die zwei Anhänger. Die waren mit dabei. Der Hofladen hier natürlich. Das soll ja natürlich das Herzstück werden. Das kann ich Ihnen ja auch mal zeigen. Hier. Ich hatte auch schon einen Kunden. Oh, der ist ja fein. Aber das habe ich natürlich auf Haus gegeben. Alles. Habe ich einen Kaffee gemacht und der wollte Mettbrötchen. Habe ich den dann hier schnell geschmiert und gegeben, ne? Mit Zwiebel oder ohne? Mit. Er wollte mit. Nee, er wollte ohne. Ohne, Entschuldigung, er wollte ohne. Was? Ja. Mit ohne Zwiebel? Das ist leider wahr. Ja, dann kommt man hier hinten noch weiter. Da habe ich hier noch eine weitere Halle. Da stehen auch noch Maschinen drin. Hier. Und die zwei Traktoren, alles. Oh, ja, alle. Genau, das ich, war das, alles hier drin. Das ist auch zwei Deutsche, ja, oder? Ja, ja, auch zwei Deutsche. Also der Vorbesitzer schien wohl Deutsch-Fan zu sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die standen auch hier drin mit den ganzen Sachen hier, ne? Sämaschine und sowas alles. Wenn Sie mir jetzt noch sagen, dass Sie noch irgendwo einen 9er Deutsch rumstehen haben, dann. Nee, 9er Deutsch leider nicht. Dann halt nur noch hier den Drescher. Auch von Deutsch? Wie soll es anders sein? Genau. Und da der 7er Deutsch. Ah ja. Genau, dann haben wir hier noch das Silo. Hier habe ich jetzt auch gar nicht, also, ach, das Silo ist leer, okay. Ach ja. Genau, dann habe ich hier hinten noch Schüttgutlager gehabt. Da hat mir irgendjemand Häckselgut reingepackt. Das war ich gerade am Verdichten. Okay. Mir, ich weiß nicht, woher das kommt. Beim ersten Mal, wo ich hier war, war es nicht drin. Jetzt ist es wohl drin. Keine Ahnung, muss ich mal die Stadt fragen, vielleicht haben die es da reingepfeffert, weil die sich gedacht haben, boah, kauft ja momentan keiner oder so. Müsste ich mal nachfragen, das weiß ich so nicht. Ja, auf jeden Fall kommt dann hier Silage rein. Und hier hinten haben wir noch eine Halle. Genau, hier war auch nochmal ein Anhänger und zwei Frontlader drin. Frontanbaugeräte, so. Wie heißt dann der Hof hier? Wollen Sie denn dann über Ihren Namen laufen lassen, oder? Also der hieß ja auch vorher Kolmleiten. Also ich heiße Kolmleiten und der Vorbesitzer hieß von Kolmleiten. War ein Zufall. Also wer hier Gabel hat, kenne ich nicht, aber ja. Naja, ich meine, so, Sie könnten auch den Hof in den Deutzhof oder sowas umbenennen. Nee. Mit Deutsch wie hier rumstehen. Ich bleib bei Kolmleiten. Okay. Genau. Ja, schaut doch vernünftig aus. Ja. Bis jetzt auch. Auch alles in Schuss. Okay, und der Kuhstall ist jetzt der hier vorne, oder wie? Ja, genau. Das ist die Halle. Und hier kommen wir in den Kuhstall rein. Ach ja. Wurde auch alles. Wie viele Kühe ungefähr hier reinpassen? Oh, weiß ich nicht. Ich habe aber mit meinen Kollegen darüber gesprochen. Wir wollten so zum Start hin 50 Kühe. Ja, 50 Kühe erhalten. Das haben wir uns ausgemacht. Ja. Hier passen bestimmt mehr rein, das weiß ich nicht, aber 50 würden uns erstmal reichen.
Maximal. Also wir würden auch nicht direkt mit 50 starten. Wir würden gucken, wir wollen natürlich auch Kälber aufziehen und sowas alles mal so ein bisschen selber machen. Ich denke, wenn es hier läuft und ich mit dem Kollegen soweit bin, mit dem Sepp, dass, ja, dann werden wir natürlich vorher erstmal Futter besorgen und das natürlich alles auf Biobasis und sowas alles. Ne? Also es dauert noch was, bis hier Kühe rein. Okay, Sie sind dann zu zweit, oder wie? Ja, der hatte sich, das war alles so glücklich zufällig. Er hat einen Job gesucht und ja. Okay, aber der Hof läuft dann über Sie, oder? Wie ja, der läuft über mich, ja. Der läuft dann komplett über Sie, ja. Und dann Angestellter für Sie. Genau. Und weil ich dann ja auch noch Ausbildung als Polizei mache, dann brauche ich halt jemanden, der, wenn ich dann beim Einsatz bin oder Prüfung habe, dass er dann hier den Laden halt... Vollkommen verständlich, nur das ist gut zu wissen. Also ich gehe davon aus, mit meinem Polizeijob und hier der Landwirtschaft, dass ich den Kredit ziemlich schnell zurückzahlen kann. Was wäre denn... jetzt halt mal von aus, dass die Fahrzeuge hier dass wir einfach, also, oder wir passen sie auf, wir laufen jetzt zum Auto, sie zeigen mir mal die Papiere, die sie von der Polizei bekommen haben, bezüglich der Ausbildung. Ja. Und dann rechne ich mal ein bisschen zusammen, bezüglich sage ich ihnen, was wir da jetzt hätten, und dann könnte ich ihnen auch gleich die Kreditvertragsunterlagen gleich mit aussehen. Ja, okay. Jo, dann schauen wir einmal vor. Ja, wo genau. Geht's raus? Wir können hier vorne da raus. Ja. Dann sind wir direkt bei ihm am Auto. Die machen dann nur in Kühe oder kommt dann auch noch was anderes? Ich habe später vor, zu erweitern, auch auf Schweine zu gehen, um eigene Wurst und so herzustellen. Aber momentan sind erstmal nur Kühe geplant, weil der Stall, der kostet ja auch Geld. Da muss eine Baugenehmigung, da muss auch Bauamt erst kommen. Das dauert alles noch so ein bisschen. Ne? Wir sind so am Anfang. Und ja, wir machen ruhig. Okay. Nicht zu schnell investieren, weil dann geht der Schuss nach hinten los. Aber das brauche ich Ihnen ja nicht dazu erzählen, Sie sind ja Banker. Ja, nee, verstehe voll und ganz. Ja, genau. Wir haben auch nachher noch vor, ich weiß nicht, ob das wichtig für Sie ist, aber auch Gewächshäuser zu bauen. Wir wollen natürlich dann auch Tomaten, Gurken, Salat und sowas alles auch noch selbstständig hier im Laden verkaufen. Und natürlich müssen wir auch noch ein bisschen rumgehen. Ich habe auf jeden Fall vor, mit dem Inhaber der Mühle noch zu sprechen, dass wir da unser eigenes Mehl hier im Laden verkaufen können und sowas alles. Also wie gesagt, der Laden ist komplett rein für das Dorf hier, also für die Stadt, ne? Und umgrenzende Gebiete natürlich auch. Genau. So, Papiere. Die habe ich im Laden liegen. So, schauen wir mal. So, haben wir hier oben. Da. Leg die mal hier hin, die ganze Mappe. Ja, genau, legen Sie sie hin. Ich mache alles fertig und dann komme ich zu Ihnen raus. Sie können dann dabei weitermachen. Ja, alles klar, dann weiß ich doch da Bescheid. Ja, das passt doch super. Genau, da Personalausweis. Eine Bankkarte bräuchte ich noch. Ach so, von Ihnen, ja, einen Moment. Die grabe ich mal irgendwie aus meiner Tasche raus. So, bitteschön. Perfekt, Personalausweis haben wir, Vertrag haben wir von Arbeitsverhältnissen. Gut, ich komme dann raus zu Ihnen. Ja, alles klar, gut. Dann lassen Sie sich ruhig Zeit. Danke, bis gleich. Bis später. So, aber meine lieben Freunde, während der Banker gerade mal hier rumguckt, was jetzt hier Phase ist und ob das alles passt oder nicht, machen wir ein bisschen noch Silage verdichten, aber das zeige ich euch dann nicht mehr. Ich verabschiede mich. Vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Schaut gerne auf meine Merch-Seite vorbei oder bei Holy Energy, meine lieben Freunde. Ein Energy komplett auf Vegan-Basis, ohne Zucker und chemische Zusätze. Schaut einfach mal da vorbei. Link dazu findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Habt ihr Bock auf günstige Games? Schaut auch gerne bei Instant Gaming vorbei, meine lieben Freunde. Auch dazu Link unten in der Videobeschreibung. Spiele meistens um 40-50% günstiger als bei Steam. Und
lohnt sich immer, da mal vorbeizuschauen, vor allen Dingen bei Neuerscheinungen. So, nehmen wir mal einen AAA-Titel, die liegen meistens bei 60 Euro. Wer jetzt nicht weiß, was AAA-Titel sind, das sind Titel wie zum Beispiel Call of Duty und sowas alles. Ne? Also keine kleinen Spiele, sondern wo große Firmen hinterstehen. Das sind AAA-Titel. Die findet ihr dann zum Beispiel, das neue Call of Duty kostet bei Steam oder bei Activision 60 Euro. Bei Instant Gaming kannst du es schon teilweise für 40 bekommen. 20 Euro gespart ist immerhin 20 Euro gespart. Ne? Genau. Ja, schaut da auf jeden Fall vorbei. Habt ihr Bock auf einen eigenen LS22-Server? Schaut doch gerne unten auch bei G-Portal vorbei. Dort findet ihr einen Link. Dort kriegt ihr dann auch nochmal 5% auf euren Game-Server oder Teamspeak-Server oder was weiß ich. Da gibt es sehr, sehr viele Spiele-Server über Ark, Minecraft. Schaut einfach mal vorbei. Dort wird jeder fündig, wo es Spiele gibt mit Server. Und ja, gleichzeitig unterstützt ihr mich auch damit. Diese 5%, die ihr spart, bekomme dann ich. Und ja, in dem Sinne, vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen nochmal. Das Liken nicht vergessen. Und tschüss.